glausig, aber ich habe mehr Zeit zum Vorbereiten. Das hat nicht geklappt. Deswegen bin ich jetzt auch hier. Genau, deswegen habe ich einfach Mod geschnappt, dann machen wir jetzt das Klausing zusammen. Mir hat man außerdem gesagt, du musst dich bei allen Leuten bedanken, die irgendwas gemacht haben. Da dachte ich mir so, das ist kein Problem, das sind ja bloß 2, 3, das wird schon irgendwie klappen. Und ich glaube, dem Ersten, dem wir uns bedanken müssen, ist das Kontaktfestival und der ASTA, ohne den das überhaupt nicht geklappt hätte. Wenn man die Leute... Muss man ganz klar sagen, ja. Also, vielen Dank. Wenn man da rumläuft, ich glaube, von denen sind mehr Leute da wie von uns, also zumindest gefühlt. Und für die, die das Hintergrund nicht kennen, das Kontaktfestival findet hier eigentlich jedes Jahr, wenn nicht zu viel Corona ist, statt. Die machen Musik und ganz viele andere Dinge umsonst in irgendeinem Gelände, in dem Fall diesem Gelände. Und seit, ich weiß gar nicht, gefühlt 5 Jahren, vielleicht auch schon ein bisschen länger, hilft der Backspace da mit. Irgendwann sind wir gefragt worden, wollt ihr nicht so ein bisschen WLAN machen? Und inzwischen machen wir irgendwie Kinderprogramm und Spendenboxen und Kunstfu und das Engelsystem wird da inzwischen irgendwie zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben da jetzt lange Zeit auch mitgeholfen und es ist total toll jetzt zu sehen, dass es in beide Richtungen geht. Und ja, ich glaube, die Veranstaltung wäre ohne das gar nicht denkbar gewesen, überhaupt nicht. Also absolut. Weder hätten wir das Gelände, noch hätten wir die ganzen Leute und das Know-how nicht gehabt. Vielen Dank, das ist total toll, das zu sehen. Das machen wir dann noch. Das machen wir dann noch. Machen wir das nachher noch? Ja, zum Schluss. Ja, dann das nächste. Den Leuten, die hier Vorträge gehalten haben und Workshops gehalten haben, die haben die gesamte Veranstaltung mit Leben gefüllt und Inhalte verbreitet, Wissen weitergegeben, konnten vielleicht Fragen und Wissen klären, was man eben so Leuten weitergeben kann und auf den Weg geben kann. Und die möchten wir auch ganz herzlich danken, dass sie Inhalte eingereicht haben und hier an der Veranstaltung so beigetragen haben. Herzlichen Dank. Ich kann mich da noch erinnern, ganz am Anfang hieß es mal so, ja, wir machen jetzt eine Veranstaltung, da stellen wir so ein paar Tische hin und dann kommt da vielleicht Strom hin und ein bisschen WLAN und das war's dann und Vorträge brauchen wir eigentlich nicht. Das wird nur eine vielleicht Vernetzungsveranstaltung. Das wird so ein kleines Ding. Jetzt hatten wir da praktisch durchgängig Programm und nicht nur hier auf der Bühne, sondern wir haben noch da hinten drüben praktisch einen guten Tag oder anderthalb Tage Programm für das Smart City Programm gehabt, das hat Daniela organisiert. Ja. Die hat sich das, glaube ich, auch entspannter vorgestellt am Anfang, aber da haben irgendwie auch alle Leute, die man gefragt hat, haben ja gesagt. Das war also auch ein Programm, den ganzen Tag von morgens bis abends gestern. Das war auch unabhängig von den sehr interessanten Vorträgen total gut, weil das natürlich an ein paar Stellen auch Tür und Tor geöffnet hat. Bei der Stadt, bei den Stadtwerken, bei vielen anderen Stellen, bei denen wir uns auch bedanken wollen, dass es überhaupt möglich gewesen ist. Die Stadtwerke, die uns da Strom, Wasser möglich gemacht haben. Dann, was andere wichtige Infrastruktur ist, ist die Berufsschule, die uns da kurzfristig erlaubt hat, die Airfiber zu ziehen. Ohne die wäre das wahrscheinlich auch eher sehr... hätte das mit den Tischen funktioniert, mit dem Internet vielleicht schon nicht. Und das heißt, durch diese ganzen Kooperationen mit vielen anderen Dingern sind viele Dinge überhaupt erst möglich geworden, wenn auch zum Teil sehr, sehr knapp erst. Genau, aber ja, ganz herzlichen Dank für alle, die daran teilgenommen haben, Smart City aufzubauen. Die Kooperation mit der Stadt vor allem ist ein wichtiges Element, irgendwie um Hacker-Szenen und lokale Infrastruktur zusammenzubringen. Und das hat jetzt in dem Fall auch super geklappt, dass wir zum Beispiel Internet vor Ort hatten, aber jetzt auch zu dem Smart City-Projekt uns austauschen konnten insgesamt und da auch Wissen weitervermitteln konnten. Genau, besonderen Dank gilt da auch Sascha Götz, der das ja Smart City-Projekt bei der Stadt unter sich hat, der die Keynote gehalten hat. Und das sind Kontakte in diverse Ecken, wo er vorher schon war, also Stadtwerke und Stadt, haben sicherlich auch nicht geschadet. Ja, zum Beispiel beim Internet. Zum Beispiel beim Internet. Ja, dann auch einen ganz besonderen Dank geht an die Küche für die leckere Essensversorgung, die wir beim Aufbau hatten, während der Veranstaltung und wahrscheinlich jetzt auch noch beim Abbau ein wenig Begleitung haben werden. Das ist super wichtig, damit hier Leute nicht aus den Latschen kippen und überhaupt die Arbeit schaffen können, die hier passiert ist. Daher, ja. Danke. Ja, es heißt ohne Mampf kein Kampf. Und wenn ich da so ein paar Gesichter geschaut habe, irgendwie am Donnerstag noch,
ich glaube, ohne gute Versorgung wären da viele Leute einfach umgefallen. Genau. Und ganz wichtig, die Leute, die hier auch natürlich teilgenommen haben und kräftig mit angepackt haben, also das Engelsystem haben wir erwähnt, es haben sich viele Leute gemeldet und Schichten übernommen, zum Beispiel am Einlass, an den Barschichten, aufgeräumt an diversen Stellen. Und wir haben gerade bei der Infrastructure Review erfahren, dass viele Stellen bei uns Ausfälle hatten und vieles flach gefallen wäre, wenn nicht Leute hier aufgetaucht worden sind und gesagt hätten, wir packen das an und übernehmen das einfach. Wir haben die Passwörter in die Hand gedrückt und vollstes Vertrauen übergeben und es hat funktioniert tatsächlich. Also die Veranstaltung wäre so nicht möglich gewesen ohne die Leute, die noch hier vor Ort angepackt haben und geholfen haben, das durchzuführen. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich hatte immer das Gefühl, wenn man auf das Engelsystem sieht, sieht es immer total rot aus, es ist total schlimm, es ist kein Mensch da, aber in der Praxis hat das eigentlich alles geklappt, war alles entspannt, alles. Ich glaube, wir hatten im Zweifelsfall mehr Leute, als wir ganz, ganz dringend gebraucht haben, aber es war total toll, dass da überall nichts wirklich hängen geblieben ist und viele Leute auch, die jetzt nicht eingetragen sind, haben halt noch hier mal geschwind, da mal geschwind dafür gesorgt, dass alles läuft. Genau. Ja, ich glaube, ich hoffe, wir haben bestimmt irgendjemanden vergessen. Also es gibt so viele Leute, die hier an der Veranstaltung mitgewirkt haben und das ermöglicht gemacht haben in der Form, wie es stattgefunden hat. Daher, falls wir euch vergessen haben, seid uns bitte nicht böse. Man darf auch reinrufen, wenn ihr noch Leute kennt, die viele Dinge gemacht haben. Genau, falls wir die vergessen haben, tut uns leid. Vielen Dank für alle, die mitgemacht haben, teilgenommen haben, beim Aufbau geholfen haben. Und ganz wichtig, bald kommt jetzt der Abbau, nämlich genau nach dem Closing-Event. Da gibt es die wichtige Info, dass ihr gerne auch mit anpacken könnt, helfen könnt, es ein wenig hier mit abzubauen. Ganz wichtig ist vor allem die Stühle, das kann man relativ schnell sich einen Stuhl schnappen, zusammenpacken, vielleicht die Couches ein bisschen zusammenschieben, damit sie leichter abtransportiert werden können. Und ganz wichtig im Hackcenter sind die 50 Tische, die ihr beim Infrastructure Review gehört habt, die müssen zusammengepackt werden. Wir werden dann Paletten hinstellen und es würde uns sehr helfen, wenn ihr einfach da einen Tisch schnappen könntet, auf die Palette machen. Ich glaube, es müssen immer 10 Stück pro Palette sein. Dann 5 Paletten werden wir bereitstellen und wenn ihr da mit anpacken könntet, dass das da drauf landet, wäre uns wirklich sehr geholfen. Ihr habt ja gehört, wie viel Gewicht man teilweise durch die Gegend hier bewegt und das schadet. Ja, ich habe die Donnerstagabend aufgestellt, wir waren zu zweit irgendwie den ganzen Abend beschäftigt, bloß die Tische aufzustellen und ein paar Sofas durch die Gegend zu schubsen. Genau. Zieht sich. Also da wären wir euch sehr dankverpflichtet, wenn ihr da noch mit anpacken würdet. Ansonsten, wir sind auch noch die Tage da, falls ihr in Bamberg seid und hier beim Abbau noch mithelfen wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen, mit dazu beizutragen. Und ja, genau. Hast du noch einen Punkt? Ja, genau. Wer auf dem Weg ist, rüber zum Tisch aufklappen, kann noch den einen oder anderen Euro in die Spendenbox reinschmeißen. Ich bin zwar Vorstand, aber ich habe noch nicht geguckt, wie viel Plus oder Minus wir gemacht haben. Aber das wird sich zeigen, wenn die Kassen stürzen. Ich bin noch momentan noch optimistisch, dass unser Verein nicht finanziell ruiniert, aber es wird schon klappen. Das wird schon klappen. Genau, dann habe ich noch einen Zettel hier gelegt bekommen. Wir haben gerade eben erwähnt, das Kontakt macht auch andere Kulturveranstaltungen und dieses Gebäude wird auch mit einer anderen bald bespielt. Und zwar vom 7. bis 8. Oktober hier soll ein Punkkonzert stattfinden mit Punk und Koma heißt es, wo einige Bands aus der Region und aus dem Bundesgebiet und woanders hier anreisen und ein hoffentlich tolles Punkkonzert abliefern wollen. Am 7. und 8. Oktober um 17 Uhr soll es losgehen. Ja, dann. Gut, dann. Das heißt halt dann halt auch Abreise. Das heißt, ihr irgendwo anders hin, wieder nach Hause. Oder uns beim Abhauen helfen. Oder uns beim Abhauen helfen. Schön war's. Es gab schon Gerüchte. Irgendjemand hat das Wort nächstes Jahr in den Mund genommen. Bin noch nicht ganz sicher, je nachdem, was das bedeutet. Was mit der Location sein wird. Wir und genau. Wir sind optimistisch, dass das Kontaktfestival wieder irgendwo stattfindet und vielleicht bleibt dann Gelände übrig, das geeignet ist. Können wir die Synergieeffekte weiter nutzen, genau. Ansonsten ist das hier in Bamberg immer so ein Thema mit dem Platz. Dann vielen Dank nochmal an alle, die da sind, zugehört haben, mitgemacht haben und da waren. Vielen Dank euch.